Herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr habt plötzlich so ein rotes Schwert rechts neben eurer Spellbar und wisst gar nicht, was das jetzt bedeutet. Das möchte ich euch in diesem kurzen Video erklären. Man kann natürlich bei allem, was irgendwie angezeigt wird, einmal mit dem Mouseover rübergehen. Und hier steht es ja schon, eine eurer Waffen ist völlig entladen und ihr habt keine Gifte ausgerüstet. Gut, das mit den Giften muss man nicht unbedingt haben, je nachdem, was man spielt. Aber Waffe entladen heißt, sie bringt keine Leistung mehr. Um diese Waffe aufzuladen, gehe ich einmal in mein Inventar. Wir schauen uns mal meine zweite Waffe an, damit man den Unterschied einmal sieht. Hier habe ich unter dem Titel Blitzstab und den Schadenstufe CP ja, blau-schwarzen Balken. Hier sieht man, die Waffe ist so ungefähr um 25% entladen. Hier muss ich mir also keine Sorgen machen. Die Waffe, um die es jetzt geht, ist komplett leer. Wir sehen also hier, da ist gar nichts mehr blau, ist komplett leer. Um diese Waffe aufzuladen, mache ich einfach einen Rechtsklick drauf. Dann habe ich ja mehrere Optionen und wir wählen den vierten Punkt, nämlich das Aufladen. Für das Aufladen brauche ich Seelensteine. Es ist ganz egal, ob ich Kronenseelensteine nehme oder die normalen Seelensteine. Mit einem Seelenstein wird die Waffe komplett aufgeladen. Ich nehme jetzt ruhig mal den Kronenseelenstein, dann habe ich wieder etwas Platz in meinem Inventar. Ich habe nämlich nur noch einen davon. Und ihr seht schon, hier ist es einmal komplett pink, das heißt, diese Waffe ist danach komplett wieder aufgeladen. Das heißt, ich klicke dann auch auf Aufladen. Wenn wir das Ganze jetzt schließen, ist dieses Zeichen weg. Witzigerweise sagt mein Add-on jetzt, es wäre immer noch 0%, aber wenn wir nochmal im Inventar nachschauen, sehen wir, der Balken ist wieder komplett blau. Ich denke, das wird jetzt vielleicht nochmal ein Kampf dauern, bis dann auch das Add-on merkt, nee, nee, die Waffe ist wieder komplett aufgeladen. Ich empfehle sowieso in einem Video von mir, sich mal mit Minion auseinanderzusetzen, sich ein paar Add-ons anzuschauen, denn es ist schon blöd, wenn dieses Entladen, dieses komplette Entladen mitten in einem wichtigen Kampf ist, ob es in Raid ist, ob es in Dungeon ist, ob es gegen einen Weltboss ist, weil mir fällt natürlich damit jede Menge Schaden weg, den ich austeile. Und deswegen, dieses Add-on zeigt mir schon rechtzeitig hier, Achtung, diese Waffe ist bald leer, dass ich also vorher schon aufladen kann und gar nicht erst in diese Verlegenheit komme, dass ich dann wirklich irgendwann bei 0% angelangt bin. Gut, soweit zum Waffenaufladen. Ihr habt festgestellt, nicht weiter schwer. Achtet da wirklich drauf, denn wie gesagt, Waffe leer, kein Schaden. Ich wünsche euch noch super viel Spaß bei Elder Scrolls Online und sage damit Tschüss, bis zum nächsten Video.